Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich weiß nicht, warum ich hier draußen bin. Ich bin hier in die Welt reingegangen und hier draußen gespawnt. Kann ich auch nichts für. Weiß ich jetzt nicht, warum. Aber naja, ist ja jetzt auch erstmal Nebensache. Keine Ahnung, warum. Das weiß ich jetzt gerade ehrlich nicht. Letzte Aufnahme haben wir hier unten ich glaube, ich weiß, warum. Ich habe ja hier Stopp gemacht wahrscheinlich und bin ich irgendwie hochgeglitscht beim in die Welt gehen. Naja, kann passieren, ne? So, dann buddel ich mal noch weiter hinter da. So, der Gast, der kommt übrigens. Ich nehme dann demnächst mit dem auf. Und der Map-Download ist dann demnächst auch wieder. Allerdings wird der Gast erst kommen, nachdem der Map-Download erfolgt ist, ja. Und zu Part 159, da ist dann in der Videobeschreibung ein Link zu der Map, wie die ist oder wie die war nach Part 108, also am Ende der Aufnahme von Part 108, 158, so. So. Und in Part 159 könnt ihr die dann runterladen, aber nicht mit den Änderungen, die in Part 159 bereits geschehen sind. Ja. Wollte ich nur mal anmerken. Für alle Leute, die gerne meine Map haben wollten. Und ganz großes Dankeschön an euch. Muss ich jetzt gerade mal loswerden? Ach, das tue ich nach einer kleinen Aufnahmeunterbrechung. Tschüss! Ha, da bin ich auch schon wieder. Stoppuhr vergessen gehabt. So, bis 12 Minuten kann ich. Ja, ganz großes Dankeschön erstmal an euch. Ich habe so viel Scheiße im Inventar. Ich muss erstmal ein bisschen was loswerden. Wie vielleicht einige mitbekommen haben, hat wieder Smirnoff-Döner gemeint, bei mir unter die Videos zu schreiben, hey, du stinkst nach Kacke. Oder diesmal das zu schreiben, der schreibt ja, oder die schreiben ja immer was anderes. Ja, dann hat es mir gereicht, weil ich habe irgendwie keine Lust, mich grundlos beleidigen zu lassen. Und dann nicht, und dann auch noch von solchen Leuten, also, boah, ne. Dann habe ich bei denen auf dem Kanal einfach mal das gemacht, was sie bei mir gemacht haben, geflamed, oder... Ja. Und auf dem neuesten Video von denen, das hatte ich gedisliked, da hatte es 2 Dislikes. Ne, und ich habe da noch ein paar Kommentare geschrieben. Wie schlecht sie doch seien, die sind wirklich extrem schlecht. Und ja, dann habe ich auch noch schön auf den Kommentar geantwortet. Hey, von wegen du stinkst nach Kacke. Und da muss ich euch echt für loben. Ihr standet da so hinter mir. Einige von euch haben dann noch auf den Kommentar geantwortet von denen, von wegen, hey, deine Mutter riecht nach Kacke und so eine Kacke. Aber das mag jetzt komisch klingen, aber ich fand das einfach nur geil von euch, dass ihr da echt so hinter mir steht. Möchte ich euch wirklich mal für loben, weil ich glaube, nicht jeder kleine YouTuber kann das behaupten von seinen Fans, dass sie, ich sag mal, hinter ihm stehen. Puh, Gravelkiste ist voll. Glas kommt man bei sonstiges rein. So. Ja, und dann auch 7 Dislikes bei dem neuesten Video fand ich einfach zu geil. Müssten sich so gemobbt gefühlt haben. Da nochmal vielen Dank an euch, dass ihr da echt wirklich so hinter mir steht und ja. Mag jetzt zwar komisch klingen, ich bin eigentlich nicht so einer, der gerne Leute beleidigt, weil sie mich beleidigt haben. Aber da hat es mir dann einfach jetzt mal echt gereicht und hoffentlich lassen die Wichser mich dann in Ruhe. Wenn die sich nochmal sowas leisten, dann blockiere ich die einfach. Obwohl eigentlich ist es immer relativ witzig zu sehen, was sie sich wieder Neues ausgedacht haben. Und ich meine, so seinen eigenen Hater, da weiß man dann, dass man langsam groß wird, wenn man einen Hater hat. Das finde ich schon schön. Aber naja. Machen wir jetzt mal hier weiter. So. Finde ich echt brillant von euch. Muss ich echt wirklich sagen. Nett. Richtig nett von euch, dass ihr da so hinter mir steht. Könnt ihr euch mal selber auf die Schulter klopfen, alle, die mitgemacht haben. Einer, ich glaube, das war Scortix, der hat dann auch noch bei denen einen Kommentar geschrieben. Richtig geil fand ich das. Aber in meinen Augen haben die es auch verdient. Ich meine, allein die Videos, die die gestern hochgeladen haben. Let's hate den und den, let's hate den und den, let's hate den und den. Und, hey, was labert der da? Zum Beispiel Erblali haben sie gehatet. Ich mag ihn jetzt auch nicht so sonderlich, aber hin und wieder habe ich halt Lust, mir manchmal Videos von ihm anzusehen.
Was labert er da? Die coolen Kinder zocken MW3 und sowas und nicht Nintendo 64. Manometer. Richtig behindert. ich weiß nicht, auf welches Video das bezogen war. Ich glaube, auf eines seiner neuesten. Aber trotzdem, das ist doch dämlich. Ganz ehrlich. Wie bekloppt muss man sein? Für so eine Scheiße. Das gefiel mir echt nicht. Und da habe ich dann auch meine Meinung zu gesagt. Und die Mikrofonqualität ist bei denen wirklich unter aller Sau. Und Kommentarstil einfach nur richtig schlecht. Ich bin jetzt auch nicht, ich sag mal, ich bin jetzt nicht der beste Let's Player. Aber ich habe ja Ahnung von gewissen Taktiken und auf was man achten sollte. Sonst, ja, sag ich mal, wäre ich nicht so bekannt. Bekannt in Anführungszeichen natürlich auf YouTube, wie ich es jetzt bin. Und da weiß ich schon ungefähr, von was ich da rede. Und dann, wenn man meint, mich grundlos zu haten, dann, das gefällt mir natürlich auch nicht. Ich bin ja auch nur ein Mensch und habe auch Gefühle. Also, da fand ich das schon echt geil, dass ihr da so echt wirklich mitgemacht habt. Bei dem dämlichen Schmierlappendöner. Kann es sein, dass die Minimap verfehlt ist? Nein, kann nicht sein. Die ist noch gut, aber ich bin verfehlt. Naja, gut, machen wir mal wieder so rückgängig hier alles. So, ich habe falsch geguckt. So, noch ein paar Blöcke weiter hier. Lang. Oh, cool. Oh, puh. Ich dachte jetzt schon, ich falle hier runter. Aber dem ist dann doch nicht so. Gut, hier soll ich aber gleich oben sein. Jetzt so. Ich kann nochmal ranzoomen. Ne, zoomen wir hier auf der Taste. So, ich weiß noch nicht, was die gegen mich haben. Die Smirnoff Döner Brothers, sag ich mal. 7 Let's Player sind das. Also, und dann meinen, die sind deutsche Let's Player und können kein Deutsch. Die können wirklich gar kein Deutsch. Also, das ist unter aller Sau. Das sind Ausländer, so wie es scheint. Und ich habe ja nichts gegen Ausländer, wie einige wissen. Auch wenn ich manchmal so tue. Aber, mein bester Freund, wie vielleicht einige wissen, ist ein Ausländer. Und ja. Und daher sehe ich das mehr als Spaß, wenn ich Ausländer beleidige. Und nicht ernst, wenn die das meinen oder wenn die dachten, dass das ernst ist, dann kann ich denen auch nicht helfen. Dann müssen die das selbst erkennen. So, ich buddel mich jetzt einfach mal hier runter. Das bessere ich dann demnächst mal alles aus. Ich möchte jetzt einfach nur mal den Schub geschafft haben. So. Irgendwie voll lange so 12 Minuten Minecraft aufnehmen. Jetzt weiß ich mal, wie lange ich da normalerweise aufnehme, wenn ich ein paar Stunden aufnehme oder eine Stunde. Ja, richtig geil, auf jeden Fall. Das mit der Stoppuhr. Es ist übrigens eine Cardio KD 1062. Für die Leute, die es interessiert. Ja, das ist nicht meine Armbanduhr und auch nicht mein S3, sondern eine richtige Stoppuhr, die ich hier noch rumfliegen hatte, weil ich mir mal eine Stoppuhr zu Weihnachten gewünscht hatte und dann habe ich die bekommen. Weil ich wollte immer eine Stoppuhr haben und dann hatte ich eine und dann war ich glücklich. Ja, haha. Mittlerweile ist sie halb kaputt. Aber das interessiert ja keinen. So wie ich euch kenne. So. Hier runter. Ich war übrigens sehr überrascht, dass sie keinen Let's Hate von mir gemacht haben. Ich hatte damit eigentlich als erstes gerechnet, nach den Kommentaren, die mir immer schreiben. Sofort so ein Let's Hate Chewie-Films oder sowas. Aber naja, macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm.
so. Irgendwie stehe ich da auch so, ich sag mal, ein bisschen drüber, auch wenn ich mich da gestern echt daneben benommen habe, finde meiner Meinung nach, dass ich da so zurückgehatet. Das ist gar nicht meine Art normalerweise. Nur halt, wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich es schon mal, aber nicht so extrem. Aber das hat echt den Apfel zum Überkochen gebracht, genau. Nee, das Fass zum Überlaufen gebracht. So eine Frechheit habe ich da nicht nötig und muss ich mir auch nicht bieten lassen. Ja, aber jetzt genug mit Hatern geredet. Oder über Hater geredet. Mit Hatern reden, ach, das geht meist gar nicht. Oh, schon wieder fange ich über Hater an. Manometer. So. Hier bin ich noch nicht ganz fertig. So, dann brauche ich... So, ich mache hier mal den Raum. Der Raum hier soll schon ordentlich sein. Das ist jetzt nicht so ein großer Bahnhof wie da drüben, aber ist ja nur eine kleine, ja, ich sag mal, Haltestelle. So. Bam. Und jetzt mache ich hier die ganzen Schienen hin. Um schön auch auf der Minimap zu sehen, wo ich da langlaufe gerade. Auch wieder sowas, dass ich da nicht immer rüberlaufen muss. Auch im Dunkeln. So. Booster Rails werde ich gleich auch noch verbauen. Aber ich mache jetzt erstmal so die Schienen. In der Hoffnung, dass es dann, ja, reicht. Von den Schienen. Ah ja, reicht. Hier ist schon die Fackel, die so auf dem Boden steht, die ich da falsch gesetzt hatte. Und ich bin durchgekommen. Wow, das ist hier gar nicht so lang, die Strecke. Na, nur wenn wir fahren, kriegen wir halt die Dinger vor den Schädel. Aber ist ja egal. So, Musik weg. Treppen holen. Keine Monster drin, gut. Ich wollte Treppen holen und mach die Minimap wieder normal. Was habe ich denn da oben? Hä? Ach, das ist das Feld, okay. Ich wollte gerade fragen, was habe ich denn da oben für einen braunen Fleck, wo ich mich gerade befinde. Aber das sollte eigentlich das Feld sein. Gut. Steintreppen, genau. Nein, gar nicht. Holztreppen wollte ich. Weil, ich möchte gerne, dass es da etwas, ja, ich sag mal, natürlicher wirkt. Ist ja dann schließlich im Dschungel und deswegen da Holzgarnitur angebracht. Und natürlich dann noch Stein, weil wir kommen ja aus dem Felsen, aber Holztreppen ist das Mindeste, was ich da tun kann. So. Bam. Drin. So, habe ich Redstone-Fackeln? Ja, habe ich. Gut, ich werde das nicht so machen, dass ich das unter die Erde tue. Weil das wäre mir echt zu blöd, das immer zu machen. Würde mir ehrlich gesagt auch viel zu lange dauern, da immer runtergraben, Fackel, dann Dingens drauf. Möchte ich nicht. So, machen wir hier eine, wenn man in die Höhle kommt. Manometer. Nee, warte gar nicht, hier nicht. Sieht scheiße aus. Und hier in der Höhle ist ein Gang, den ich jetzt nicht so ausbauen werde. Ist ja eigentlich nur zum Grüberfahren gedacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier wieder eine hin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Puh. Fackel weggehauen. So, dann laufe ich zurück und ich sage einfach Tschüss, bis im nächsten Part.